wir gehen rein. Ich bin in Deutschland-Stimmung. Satta Hugo Loro hat ein neues Video hochgeladen. Pack Popcorn aus, die Joy-Emojis, wir gehen rein. Das erste, was ich sehe, bin ich. Okay. Blick auf Platz 1, 10, 4, 1, 8 bei Isa drüben, Minecraft-Musik den ganzen Tag hören. Das Bro, ist mein Top. Bro, ich kann es, ey, Mann, meine Spotify. Ich liebe es. Auf Spotify die Funktion, du gibst ein, deine Top-Songs aus 2019. Du springst doch mal ins Jahr 2019. Das Jahr 2022. Ich spring rein. Ich habe schon reingehört im Auto. Bruder, ich höre übel geilen Song. Ich denke so, oh, geil. Weißt du, die skippt man auch nicht. Und auf einmal kommt C418 mit irgendwie Sir Streaming oder wie der Scheiß-Song heißt, Alter. Hans Storm oder so. Ich weiß es nicht. Jeder dritte Song in dieser Playlist, wenn ich auf Shuffle durchgehe, ist ein fucking Minecraft-Song. Künstler, es ist nicht gelogen. C418 ist mein Top-Künstler. Ja, Alter. Boah, wirklich. Woher hat er das? Ich habe das noch nicht mal gepostet. Hat Isa das gezeigt? Das ist meine Top-Künstler, C418, Pro, G-Eazy, League of Legends. Ja, und Bruder, und das muss gar nicht sein jetzt gerade. Es ist eine, dieses Jahr ist, nee, das kann nicht sein. Das bin ich. 100.000 Minuten habe ich nicht. Bro, habe ich 100, ist es meins? Woher hat er das? Back for You, stimmt, ist ein Banger. Den haben wir oft im Stream gehört. Paris Freestyle auch. Sweater Weather, geil. Entertain Me. Dazu wurde der neue Agent vorgestellt zu dem Song. Und Mount Everest passt auch. Aber woher hat er das? Wo ist das Problem, hä? Wir spielen gleich Minecraft und ihr schaut zu. Oh, da fragt jemand in meinem Chat, hat Romatra eine Freundin? Ja. Oh, tut mir leid. Effe nicht. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Bin null in Weihnachtsstimmung? Digga, wer? Bruder, wie zum F*** soll ich in Weihnachtsstimmung kommen? Oha, lässig! Oha, oha! Oha, for free? For free? Bitte, ganz horny. Ich bin auch ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, Chat, ich bin ein bisschen in Deutschland-Stimmung. Was ist das? Ich bin in Deutschland-Stimmung. Aber gut, ey, Chat, wir halten fest, es ist gut, dass Marcel gerade weiß, in welchem Land er sich befindet. Das ist schon mal was Positives, ehrlich. In Deutschland-Stimmung. In Weihnachtsstimmung. Ja, ich habe eine geile Idee, Digga. Noch einen besseren Hintergrund. Moment. Geil. Das nehmen wir nicht. Da habe ich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Was haben wir hier? Jetzt habe ich aber die richtig fette Idee, Digga. Postet der auch was von sich, Alter? Oh, es ist so, es ist wirklich hier. Guck mal, so ein Fanboy, Bruder. Ich bin Geller auf der 1. Ah, okay, ich habe nichts gesagt. Jo, ich denke, ich habe auch den... Lass ihn baumeln, Boxershorts. Oh, nein. Oh nein, stell dir vor, Sommerfreibad. Da ist so eine Gruppe von Jungs. Alle haben natürlich auf cool so eine Boxershort drunter. Der eine ganz klassisch Calvin Klein, der andere Hugo Boss, Bruder. Und einer von denen hat einfach unter der Badehose, lass ihn baumeln, Boxershort, Bruder. Was will man mehr? Jetzt auch mit dem legendären neuen Wiederschauen und reingehauen. Heckscheibenaufkleber. Hier ein Schnäppchenpaket für euch. Alter, lass ihn baumeln, Cap. Falls ihr euch fragt, was ich heute gemacht habe, für mich war Unterhosensonntag. Hat er kein Bild von sich da drin oder was? Ah, hier. Ey, bei ihm sprintet ja. Wer ist er denn? Bro, warum ist er auf einem fucking Boot? Ist auch ein schönes Bild, Digga. Oder? Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Let it snow, let it snow, let it snow. Hallo, guten Abend. Schön, dass du zu meinem Konzert gekommen bist. Der erste ist schon besoffen, wir laufen weiter. Hallo, schön, dass du zu meinem Konzert gekommen bist. Wer bist du denn? Das ist Gronkh, Dicker. Das ist for real. Das ist Gronkh. Das ist Gronkh. Ich bin halt anders, ne? Junge, wie die Sonne durchscheint. Als wäre ich Jesus, Alter. Anders Bruder, ist immer gut. Ich will, dass wir einmal üben. Ja, sehr gut. Ein paar können schon. Ich esse Fleisch, nur noch Fleisch. Stellt eine Frage. Die Leute, die jetzt hier bei Jens zu Gast waren, bei dem Konzert, hatten die jetzt eine VR-Brille auf? Ey, das soll jetzt keine dumme Frage sein. Oder ist es RP, GTA? Bro, was ist es jetzt? Nee, ist es RP? Also ist es in GTA passiert? Und niemand hatte eine... Also auf RP. Also, aber du hattest nicht jetzt eine... Du hattest jetzt keine VR-Brille auf und hast das Gefühl, du stehst dann und du guckst hoch auf Jens oder was? Metaverse? Ich ess Fleisch, nur noch Fleisch, niemals Gemüse. Okay. Möglichkeit. Warte mal eine Sekunde, meine Mutter ist gerade da, bringt Essen. Dann sagen wir alle Hallo zu meiner Mutter. Hallo.
Hallo Mutti, ich sag, ja, Mutter, ich mach gerade, ich gebe gerade hier. Sag mal was ins Mikro, begrüß mal die Leute, ich mach erstmal einen Strom wieder an im Club. Das ist ein echtes Konzert, Mutter, was ich gerade gebe. Ja, mach. So, einmal Mutter, sag mal hallo. Hallo Leute, alles gut? Hallo Mama. Hallo. Hallo. Ich kann jetzt nichts essen, ich sing gerade. Ich bin hier in der digitalen Welt. Ich komme wahrscheinlich gar nicht mehr raus. Keine Angst, was für Angst, wir sind furchtlos. Und dann die Hände zum Wow, also sind wir jetzt gerade so drauf? Hi, ich bin's, Tilo. Bruder, we made it. 10 von 10, Bruder, in the playlist. Bruder, we made it. Sommergewitter in deinem Block, hören Regen ganze Nacht. Ich will Butterfly Doors und dein Panoramadach. Eisprinzessin Anna ist von mir schwanger. Es wird ein Es. Oh yes! Für jeden Prime gibt es jetzt einen Reim und das sollte auch so sein. Gut gemacht. Gib. Flirten kann er. Oh, wir sind zusammen. Der Punkt ist vorüber. Jetzt kann ich mich benehmen, wie ich will. Hey. Hello, Tricks. Halt F4. Ciao. Was geht? Hallo. Streamstarkon. Kann es nicht. Und der geht dann so am Abend pennen und denkt sich so, boah geil, ich habe jetzt Lola und Kilian gestreamsniped. Baba. Jetzt kann ich ja mal signalisieren, wenn ich geil bin. Muss ich Stream offline machen. Chat, jeder so, wie er mag. Ist für mich, nur für mich, einerseits beeindruckend, wie die so einfach ihr Glück und alles so in der Öffentlichkeit ausnehmen und im Stream, wirklich aber im positiv gemeint. Auf anderes, also andererseits mäßig denke ich mir auch, okay. Guck mal, wo die Jacke aufhört, die hört einfach hier auf und die fängt die ganze Zeit so los. Hier. Hier, hier. Ist doch gut, ist auch hier. Oh. Oh mein Gott. Bro, die Winterjacke. Jeder Streamer oder jeder Creator, egal auf welcher Plattform, hat diese Winterjacke. Da hat Dior ein richtig geiles Produkt wirklich an Start gebracht, wo sich dann die ganzen Creator die Finger wund lecken, wirklich ins KDW gehen und hoffen, oh mein Gott, bitte lass diese Dior Winterjacke noch in meiner Farbe da sein. Bruder, ich sehe so viele mit dieser Jacke. Wenn man 200 Euro in der Hand hat, dann soll man wissen. Bro, ja, aber man muss aber dazu sagen, ich glaube, die Jacke kam erst dann, als Kilian angefangen hat, mit Marcel in Berlin zu chillen. Ich glaube, als Kilian angefangen hat, mit Marcel ins KDW zu gehen, er hat Marcel ihm wahrscheinlich auf dem, so irgendwie halt mal so eingetrichtert, komm. Für einen Wert hat. Und diesen Wert hast du nicht vermittelt. Yeah, yeah, the word is I'm super. Es wird langsam Zeit, sich zu der hier zu äußern. Die Lügen, die ihr über mich verbreitet in ganz Deutschland. Aber voll schön. Finde ich irgendwie nett, sich hier irgendwie an so einem Feuer zu finden. Alle schauen, Mann. Benehmt euch doch bitte mal, Mann. Alle schauen. Ich würde mit niemandem weniger zusammenwohnen wollen als mit Excel. Wohntechnisch ist es echt anstrengend. Yo. Wenn ich jetzt schnipse, seid ihr wieder völlig normal und seid glücklich. Und wenn euch jemand fragt, was Excel für ein Mensch ist, dann sagt ihr, er ist der beste Streamer der Welt. Oh. Also ich habe für mich in Warzone auch die Tage ein bisschen gezockt. Ist besser geworden, mal streamtechnisch rein. Es hat mich noch nicht so krass überzeugt, Digga. Achso, und das Soundsystem in dem Spiel ist auch immer noch Müll. Hört mal mich jetzt. Ihr kleinen Wissenschaft. Digga, was macht er denn? Bro, wie atmet er? Idiot. Der arme Alter. Er hat so geschwitzt, Digga. Habt ihr es gehört? Er hat so den Fettsack-Modus aktiviert, Digga. Loru, du, was ist bei dir songtechnisch? Der arme Alter.
Er hat so geschwitzt. So, für zwei Sekunden dieser House-Song. Habt ihr das gehört? Er hat so den Fettsack-Modus. Und da kommt ein, dieser Song von Chris Brown. What the best thing about Holland girls? Ja, I wouldn't know. My girlfriend is German. Oh. So. Germany, alles größer und besser. No. Auch die Bauch. Die Bauch, ja. Ja, ja, ja. Sogar das Foto ist bearbeitet. Das Bild ist nicht echt. Ich zeig euch jetzt meinen Körper. Ich hol ihn raus. Oh, bitte nicht. Damn, oh, he's sick. 1:1, wie könnt ihr es wagen? Ja, aber man sieht ja, wo es zu den Bauchmuskeln geht, ne? Also, es ist ja schon, also, der Weg ist nicht weit, Micky, das weißt du selber, ne? Der Weg ist überhaupt nicht weit. Da setzt schon zu den Bauchmuskeln an. Ist schon quasi da. Wie könnt ihr es wagen? Was ist denn das für ein bodenloses Profilbild? Soll das Micky sein oder was? Digga, so ein Troller. Sogar das Foto ist bearbeitet. Komm, Micky, das ist hier. Hey, ja. Wo bist du, Bammel Winninghau, Alter? Also das war auf jeden Fall schon mal ein Stream-Sniper. Das ist ja klar. Klobrühe. Die ganzen Stotterer, weil in seinem Gehirn, das sind Nachwirkungen von den ganzen Drogen. Ja, true. Das hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ich habe dich geblinzelt. Oh, dürfen wir das kurz zeigen? Wir zoomen noch ein bisschen an mich ran. Chat, was sagt ihr? Ei, Killer. Oh, Hubertus 123, da ist jemand ganz frisch in die Pubertät gekommen. Mods, ihr seid Söhne. Ui. Leute, Achtung, hier ist ein richtig cooler Elfjähriger. Nehmt euch mal alle in Acht. Der ist zwar ein Permaban, aber der ist trotzdem noch da. Wir können seine Anwesenheit spüren. Holy! Tanzt sie mit einer Dior-Jacke und Freundin zu sehen, ist schon seltsam. Sei ihm aber gegönnt. Das stimmt, das muss man sagen. Es ist ihm ja von Herzen gegönnt. Nur manchmal, es ist immer unangenehm. Das ist genauso wie, wenn jemand in deinem Freundeskreis mit seiner Freundin so mäßig, ne, am Machen ist und du bist ja im selben Raum oder so, weißt du? Deswegen ist immer unangenehm, ne? Oder wenn deine Eltern vor dir rummachen oder so, egal. Oder, ja, deine Mama mit jemandem, so, weißt du? So, es ist ja weird, egal wie, ne? Wie wir uns dreht und wendet. Deswegen, Chat. Grüße gehen raus an Loru. Ja, wenn Mom und Stiefa... Ich wollte nur für alle Szenarien kurz durchgehen, dass ich jeden abhole, aber ich hätte es mir auch sparen können. Ich hätte es mir wirklich sparen können, ich merke es gerade selber. Ich hätte es mir sparen können.